Willkommen zu Impossible Prototyping. Das Projekt für das heutige Video ist eine Abonnentenanzeige. Ich werde aber die Entwicklung nicht Schritt für Schritt erklären. Stattdessen will ich über diesen YouTube-Kanal reden und meine Pläne erklären. Die Idee hinter diesem Kanal ist es, jedem zu helfen, der selbst die Kunst des Rapid Prototyping lernen will. Ich habe schon begonnen, Sachen zu bauen, wie ich noch sehr klein war. Von damals an bis heute habe ich meine Fähigkeiten stets verbessert. Dabei habe ich einige interessante Werkzeuge gefunden. Ein paar musste ich auch selbst programmieren, da meine Anforderungen oft nicht erfüllt wurden. Es gibt unzählige von Anleitungen auf YouTube und auch im Internet. Also ich werde das Rad nicht neu erfinden. Die Idee ist es mehr, einen Ratgeber zu machen, der hilft, die richtigen Methoden für die Umsetzung von Problemen zu finden. Klar werden viele meinen, dass es bessere Arten gibt. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich werde versuchen zu erklären, wie ich zu meinem Standpunkt gekommen bin. Prinzipiell werde ich zwei verschiedene Typen von Videos produzieren. Einerseits die Projektvideos. Da werde ich hauptsächlich zeigen, wie ich konkrete Projekte umsetze und die Probleme und Erkenntnisse auf dem Weg. Du wirst schnell erkennen, wenn du etwas baust, hat das viel mit Try and Error zu tun. Viele Leute werden das aber nicht zeigen. Also ich kann nur sagen, sei nicht frustriert oder enttäuscht, wenn dein Projekt nicht so funktioniert, wie du dir es vorgestellt hast. Aber was ich sagen kann, ist, jedes Mal, wenn du einen Fehler findest, ist das der beste Weg, etwas zu lernen. Die zweite Art von Videos, die ich machen werde, sind über die Werkzeuge beim Rapid Prototyping, die ich verwende. Dort werde ich hauptsächlich zeigen, was ich beim Prototyping verwende und auch nützliche Links zu Informationen und zum Beispiel zu Tutorial-Videos verlinken. Das größte Problem, bei dem ich selber kämpfe, bei YouTube-Anleitungen oder Tutorial-Videos, ist die Sinnhaftigkeit. Es ist sehr schwer, die richtigen Informationen zu bekommen. Wenn ich ein konkretes Werkzeug brauche, um ein Problem zu lösen, dann will ich die Anleitung dazu konkret bekommen und nicht zu sinnlosen Sachen meine Zeit verschwenden. Ich denke aber, dass dieses Problem nicht wirklich gelöst werden kann. Dennoch werde ich versuchen, meine Videos so sinnvoll und informationsdicht zu machen wie möglich. Es ist und bleibt leider so, dass Lesen noch immer eine der besten Methoden ist, um sich Wissen anzueignen, da man dort selbst bestimmen kann, welche Informationen und wie schnell man diese abruft. Nichtsdestotrotz will ich einige Themen abdecken: Analog- und digitales Schaltungsdesign sowie Leiterplattenentwicklung, FPGA-Design und 3D-Design und Drucken, Laser-Cutting, CNC-Fräsen und Software- und App-Entwicklung. Und natürlich auch Sachen rundherum wie Projektmanagement und Risk-Management. Wenn ihr Ideen zu Projekten oder Feedback habt, dann bitte ab damit in die Kommentare. So, nun aber zurück zu dem Projekt des heutigen Videos. Die Idee hinter dem Projekt ist, mich selbst zu motivieren, dass ich regelmäßig Videos online stelle. Bis jetzt haben wir den Vorgang des Lasercuttings gesehen, oder in dem Fall Engraving, und dann auch, wie ich die Leiterplatte zusammengelötet habe. Hin und wieder, wenn ich nicht vorhabe, die Elektronik wieder zu verwenden, dann durch sie einfach fliegend aufbauen. Dann haben wir kurz gesehen, wie ich einen Server aufsetze. Das hat den Vorteil, dass ich das komplexe Abrufen der Abonnentennummer nicht am Mikrocontroller vornehmen muss, sondern einfach das Ergebnis per Web-Request abrufen kann. Zum Steuern der 7-Segment-Anzeige verwende ich einen ESP8266. Dieser Controller ist perfekt geeignet für das Internet of Things. Er ist extrem günstig und beinhaltet WLAN. Weiters kann man ihn sehr einfach mit der Arduino-Umgebung programmieren. Links dazu in der Videobeschreibung. Speziell will ich auf das GitHub-Repository für den Wi-Fi-Manager hinweisen. Dieser ermöglicht es,
dass man das Wi-Fi-Passwort auch im Nachhinein einfach setzen kann.